Megafon 95, der Fortuna Podcast vom Projekt Megafon. Spezialfolge zur zweiten. Ich habe das schöne Intro gehört und da bin ich auch schon. Der Mo, der Wampendribbler. So findet ihr mich auf Twitter, wenn ihr wollt. Der Micha ist auch mit dabei, Chirinski8 auf Twitter. Und natürlich unser Special Star Supergast, der Jens. Hallo, ich bin Jens. Ich bin Stadionsprecher bei der zweiten. Begrüße die Zuhörer. Und die hoffentlich zahlreich heute zuhören, weil bei so einem Special sollte man doch mal einschalten, oder? Ich glaube, viele Fortuna-Fans interessiert es tatsächlich, was auch mal in der zweiten abgeht. Da gibt es ja auch einige, die da regelmäßig die Spiele verfolgen, die gesagt haben, löse mich von allen Konventionen und travel lieber in die Regionalliga als in die zweite Liga. Da gibt's ja mittlerweile auch einige. Ich habe auch schon einige Spiele der zweiten tatsächlich besucht dieses Jahr. Mehr als ich tatsächlich bei der ersten Mannschaft gesehen habe. Was irgendwie die Anstoßzeiten und dann die Tage tatsächlich ein bisschen günstiger gelegt haben. Jetzt schwebt natürlich so ein rosa Elefant über uns, so ein bisschen als schwarze Wolke fungiert. Weil die zweite hat so ein bisschen einen sportlichen Abstieg gefühlt in der Rückrunde erlebt, was jetzt auch zu der Entlassung von Taşkın Aksoy führte. Einmal deine Meinung dazu, zu der Entlassung von ihm, oder einfach mal das grundsätzliche Szenario mal erklären? Also, wenn man natürlich auf die sportliche Leistung guckt in der Rückrunde, ich glaube, es waren 3 Siege aus 12 Spielen, dann kann diese Entscheidung natürlich nachvollziehbar sein. Jedoch, wir haben immer noch 8 Punkte, beziehungsweise jetzt seit Freitag 9 Punkte Vorsprung auf dem Bonner SC auf dem ersten Abstiegsplatz. Und unsere Ausgangsposition hat sich nicht viel verschlechtert durch diese Spiele, da die hinter uns genauso blöde sind wie wir. Die holen ihre Punkte nicht, treffen das Tor nicht. Da können wir ein Liedchen von singen, natürlich. Aber wie die Entlassung von Taşkın Aksoy vorgefallen ist, ist der schlimmere Teil, weil dass so eine Entlassung passieren kann nach dieser Leistung, ist natürlich klar. Aber wenn ich dann ein Interview lese von einem Trainer, der entlassen wurde und der weiß es selbst nicht, beziehungsweise es wurde nur begründet mit einer Umstrukturierung, die ihm aber nicht erklärt wurde, und dass es kein Dankeschön in der offiziellen Meldung gab, das macht einen dann doch schon sehr traurig, wenn man einen Trainer hatte, mit dem die Spieler gut klargekommen sind und die Außenstehenden, die Ehrenamtler. Und deshalb sollte man sich auch bei ihm bedanken, auch bei Matthias Jack, seinem Co-Trainer, der mit entlassen wurde. Er war noch deutlich länger im Verein. Taşkın Aksoy war jetzt 5 oder 6 Jahre Trainer der zweiten. Matthias Jack war vorher noch Trainer der U15, hat bei Fortuna selbst gespielt. Und dann kein Danke des Vereins zu bekommen, ist schon eine harte Sache. Also er sagt im Interview, er ist über Twitter entlassen worden. Er hat das morgens gelesen und dachte sich auf dem Weg zur Arbeit, was denn jetzt passiert? Bei dir schwingt so ein bisschen Frustration und Wut mit, weil das Umfeld es auch nicht ganz versteht? Oder ist Jens Langenecke jetzt doch nicht so beliebt innerhalb der Fortuna, wie man das eigentlich denken möchte? Also an dieser Personalie liegt das gar nicht. Also der Hauptgrund ist halt, wie es passiert ist, dass es kein Danke gab und sonst was. Dass er entlassen wurde, natürlich, ist, wie gesagt, kein Problem. Aber wie muss halt immer auf einer hohen Ebene sein. Und ein Danke ist halt immer gut, dass ein Jens Langenecke jetzt Trainer ist, nachdem er erst eine Saison die U17 trainiert hat, beziehungsweise nicht mal die komplette Saison, die ist noch nicht beendet, ist jetzt ein anderer Faktor. Aber vielleicht macht er es gut. Wir bleiben in der Liga. Vielleicht bleibt er nächste Saison noch Trainer. Das weiß ich alles nicht. Ich glaube, er wollte wieder zur U17, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das aktuelle Spiel, also statt jetzt hat er gesagt, er geht nach der Saison zur U17 zurück. Micha, jetzt hat man sowieso schon zwischen den Medien gelesen, dass er sowieso den Verein Ende der Saison verlassen sollte, weil man da anders plant und auch die zweite ein bisschen anders strukturieren will, auch von der Kaderplanung her, als man das bis jetzt getan hat, weil einfach das Nachwuchsleistungszentrum dann 100% fähig ist, so sagt Fortuna zumindest. Wäre das für dich denn nicht logisch gewesen zu sagen, komm, wie gesagt, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den lässt man jetzt einfach bis zum Saisonende arbeiten, sind ja auch nicht mehr so viele Spiele. Ja, aber ich glaube, da er entlassen wurde, hat vielleicht der Vorstand doch Angst, dass es doch in die Hose geht und man vielleicht dann
doch absteigt. Ich glaube, wenn die sich sicher gewesen wären, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, dann hätten die den, glaube ich, auch erst zum Sommer entlassen. Aber so, ja. Jetzt wollen wir aber, bevor wir jetzt über Gäste aus der ersten Mannschaft reden, so ein bisschen zum Beginn der Saison kommen, wo man deutlich stärker war und tatsächlich, ja, um Aufstieg mitspielen ist jetzt falsch formuliert, ein bisschen hochgegriffen, aber man hat deutlich positiver im Mittelfeld gestanden und die Ausschwankungen waren eher nach oben als nach unten. Wie hast du die erste Saisonhälfte so wahrgenommen? Wir sind gut in die Saison gekommen. Wir haben aus den ersten 5 Spielen 4 Siege geholt, haben nur am 4. Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach 1-0 verloren, auswärts. Hatten zu diesem Zeitpunkt aber noch einmal einen Ritter, der in die dritte Liga verliehen wurde, zum SC Paderborn. Hatten einen Emma Ioha, der ausgeliehen wurde in die dritte Liga nach Osnabrück, meine ich. Gut, vor der Saison hat man sich schon entschieden, wir leihen Kemal Rüschka in die Regionalliga West zu einem Konkurrenten zu Viktoria Köln aus, der bei uns relativ gut gescored hat, gut war für 20 bis 25 Tore in der Saison. Und diese ganzen Abgänge wurden leider nicht so behoben mit Spielern von außerhalb. Man hat gedacht, Shunya Hashimoto würde vielleicht ein bisschen besser werden, die Chancen besser nutzen. Der hat Anfang der Saison auch ordentlich Buden gemacht, tatsächlich. Ja, er ist unser bester Torschütze mit 6 Toren, also so viel ist da nicht dazugekommen. Es sagt einfach viel aus, dass Marlon Ritter immer noch unser zweitbester Torschütze ist mit 3 und der hat nur 3 Spiele für uns gemacht. Und es fällt einfach auf, dass ein Marlon Ritter mit der Verfassung, die er am Anfang dieser Saison hatte, nicht dieser Verfassung, die er letzte Saison hatte, wo er nichts auf die Beine bekommen hat, einfach dem Spiel fehlt und das nicht ersetzt wurde. Es wurde ein Kaito Miyake geholt, der zwar guter Fußballer ist, der gut spielen kann, aber nicht immer. Also der muss sich ja auch noch an Deutschland mehr oder weniger gewöhnen, oder? Ja, seine Mutter kommt öfters. Jetzt hat er sich eine gelb-rote Karte im Heimspiel geholt gegen Wiedenbrück. Seine Mutter war ein bisschen traurig, saß nur in der Ecke, weil sie war ja extra für ihn und seinen Bruder, der in Amsterdam studiert. Hier, muss sich noch an Deutschland gewöhnen, aber er kommt eigentlich ganz gut zurecht. Aber auf dem Platz ist halt noch so ein bisschen Verständigungssache. Ne? Wir haben hier in Deutschland, in Düsseldorf auch eine große japanische Community auch an Spielern. Also nicht nur das, was hier in Düsseldorf abgeht an japanischen, an der Community und an Möglichkeiten, wirklich sich auf Japanisch zu unterhalten, alles, sondern aber auch, das sind, glaube ich, 5, 6 Spieler in der ersten oder zweiten Mannschaft mit Jugend doch dabei. Also da sollte man sich auf jeden Fall schnell wohlfühlen. Ja, ich finde es nur ein bisschen schade, dass so Fortuna hatte letztens in diesem, was war das, Hotel oder sowas, eine Autogrammstunde mit den japanischen Spielern gemacht. Justin Kinjo, Genki Haraguchi und Takashi Osami. Wo ich ein bisschen schade fand, da wir ja Shunya Hashimoto und Kaito Miyake zumindest noch bei uns im Team haben und in der U19 auch noch Shinta Appelkamp, der auch Jugendnationalspieler der Japaner ist, die hätte man aber eigentlich auch noch dazu einladen können, damit auch mal ein bisschen da Bekanntheitsgrad zukommt. Ist denn so ein bisschen das Missmanagement, was die Fortuna generell hat mit Spielern und Einsätzen und Öffentlichkeitsarbeit, ist das ein Fehler, den Fortuna grundsätzlich macht? Oder machen die sowas bewusst? Ich glaube eher, dass es ein, wenn zum Beispiel, bevor du es jetzt gesagt hast mit den Japanern, dass man die aus der zweiten und aus der A-Jugend auch hätte mitnehmen können, habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, dass warum man da nur 3 Spieler mitgenommen hat, obwohl das eine japanische Autogrammstunde war. Ich glaube auch, die haben da einfach nicht so weit gedacht, meiner Meinung nach. Also das ist eher bei Fortuna, dass man sagt, okay, das sind unsere Stars, in Anführungszeichen, und der Rest ist halt in der zweiten und der interessiert eh keinen. Wenn man dann aber von Stars redet und einen Justin Kinjo damit zunimmt, nur weil er einen Profivertrag hat, aber andauernd nur bei uns spielt und eher ausgewechselt wird als ein Hashimoto oder ein Miyake, was schon viel über seine Leistung sagt, ja. Ja, der soll sich ja auch mit dem Osami sehr gut verstehen, die sollen ja sehr gute Freunde tatsächlich geworden sein, weil der Justin Kinjo so ein bisschen auch als Übersetzer gilt von ihm, zumindest was das Training angeht. Ist immer so eine Sache. Jetzt hat die zweite natürlich dieses gleiche, oder Fortuna das gleiche Missmanagement auch mit Lukoki, wo wir aber so ein bisschen sagen, Micha und ich, der ist eigentlich besser, als er gemacht wird. Der spielt so oft in der zweiten, wie liebst du ihn eigentlich? Anni Lukoki ist echt ein super Mensch, wenn man ihn neben dem Platz trifft, immer ein Lächeln auf den Lippen. Wenn er mal gefoult wird, steht sofort wieder auf. Ich habe den noch nie lange lamentieren auf dem Platz liegen sehen.
der bleibt liegen, wenn's weh tut, schreit nicht und sonst was. Und spielerisch als Linksverteidiger in der Regionalliga West bestimmt einer der stärksten. Nur in dem Team geht er ein bisschen unter. Er kann nicht so offensiv, wie er will oder wie er könnte, weil er sich oft nach hinten orientieren muss. Und das ist vielleicht nicht ganz so seine Stärke. Er ist schnell, kann nach hinten natürlich auch mit gut arbeiten. Wenn du einen Yannick Schneider, einen Leroy Quadwo daneben hast, die auch ein bisschen schneller sind und gute Zweikämpfe führen können. Aber so ganz seine Spezialität ist eigentlich, dass es nach vorne geht und da hinten fühlt er sich ein bisschen verloren. Vor allem, wenn er alleine gelassen wird von seinen Mitspielern, die vor ihm spielen. Kai Tomiyake, Kieran Throws, die nicht gerne so nach hinten mitlaufen. Nur diese Offensive konnte er halt in der U20 schon jetzt öfter zeigen. Er ist ja nominiert worden tatsächlich. Ist denn Fortuna so ein bisschen ratlos? Weiß Friedhelm Funkel nicht, mit ihm anzufangen? Oder weil wir sehen in dem Jungen einfach ordentliches Potenzial und wir finden, wenn er mehrzweig Liga spielen würde, weil das Niveau wie Schmitz hat er auf jeden Fall. Ob er jetzt an Gieselmann rankommt, der tatsächlich im Dribbling sehr stark ist, wissen wir beide nicht. Aber grundsätzlich die Qualität für die zweite Liga hätte er durchaus. Das sehe ich auch so. Dass Funkel einen Schmitz so sehr bevorzugt. Ich weiß nicht warum. Ich mag Schmitz. Weil Schmitz nicht 29 Jahre alt ist. Ja, Bundesliga er hat natürlich seine Erfahrung. Aber rein spielerisch gefällt der mir nicht so gut. Aber ein Lukoki muss auch erstmal seine Erfahrung sammeln. Ich hoffe, dass die erste Mannschaft irgendwie noch den Aufstieg frühzeitig festmacht, dass er dann mal testen kann im Wettbewerbformat, einen Lukoki zum Beispiel gegen Nürnberg oder Kiel ranlassen kann oder auch jetzt schon gegen Heidenheim, wenn man Botzek im Mittelfeld lässt und Gieselmann in die Innenverteidigung zieht. Aber ob das die beste Wahl ist im Moment bei so einer Ausgangssituation, da bin ich mir nicht sicher. Jetzt hast du schon so ein bisschen rausklingen lassen, eben bei der Beschreibung der Hinrunde, dass es danach, was bis Stand jetzt angeht, halt ziemlich mager war, was auch die Punkte angeht, was die Tore angeht. Liegt es daran, dass Fortuna halt vier Leistungsträger abgegeben hat und ein paar Verletzte hat in der zweiten? Oder liegt es einfach generell, dass man sich nicht hat steigern können? Also steigern würde ich jetzt nicht sagen. Unsere Spieler, die sind jung, viele kommen aus den U19-Mannschaften, aus Bochum, Argon Arifi, der noch wenig gespielt hat, aber auch aus unserer Jugend. Aber wir haben halt sehr viele Verletzte. Josh Laws, der kaum gespielt hat, weil er verletzt ist. Kai Tomiyake jetzt gesperrt. Kieran Froese war gesperrt. Aber es sagt natürlich auch viel aus, dass wir nach den ersten 5 Spielen 12 Punkte hatten und jetzt 31. Das heißt, wir haben 19 Punkte in den letzten 24 Spielen geholt. Was nicht so die gute Ausbeute ist, würde ich sagen. Aber wir haben wirklich sehr viele Verletzte. Dann wir haben teilweise mit dem U19-Torwart gespielt, weil sich Max Scheinz in einem Spiel verletzt hat, Stuckmann noch nicht da war, Rensing verletzt war und Wiesner in der ersten Mannschaft auf der Bank saß. Und mit Max Scheinz kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Das ist einfach so. Max Scheinz ist kein guter Torwart. Daher hat man ja auch Herrn Stuckmann geholt, der wirklich gute Leistung bringt. Er brüllt auf dem Platz mal ein paar Anweisungen. Max Scheinz macht sowas nicht. Max Scheinz ist ruhig, kann seine Sachen erledigen, wenn er nicht viel Druck hat, aber sobald Druck entsteht, dann war es das. Ich habe mich gefragt, warum man den Stuckmann geholt hat, aber ich bin da ja auch zu weit weg. Und den Scheinz, den kannte ich nicht, aber ich find's halt, die Leute, die den Podcast hören, wissen, dass ich halt ein Befürworter der eigenen Jugend bin. Und deswegen, ich denke dann, ja, warum lässt man den 19-Jährigen nicht einfach mal spielen? Ja, aber wenn du das jetzt erzählst, dass der halt vielleicht... Ja, aber ist er tatsächlich so schlecht? Also, er hat schon sehr viele Böcke drin. Er hatte auch schon ein, zwei gute Spiele, aber er kann dir nicht das Spiel gewinnen. Und die Planung des Kaders war einfach schon schlecht, in dem Sinne, dass man am Anfang gesagt hat, ja, es kommen ja viele Spieler von der ersten teilweise auch runter in die zweite Mannschaft. Dann verletzen sich aber viele Spieler und dann war es das mit den Abstellungen nach unten. Du hast für die Torhütersituation 4 Torhüter gehabt. Max Scheinz und die 3 aus der ersten Mannschaft. Und dadurch, dass sich Rensing verletzt hat und Tim Wiesner verletzt hat, hattest du nur noch 2 Torhüter. Das heißt, du musstest sowieso jemanden holen oder halt aus der U19. Aber die brauchen ja auch ihre Torhüter. Und da jede Jugendmannschaft 2 Torhüter hatte, funktioniert das natürlich auch nicht. Das heißt, du warst sowieso gezwungen, einen Torwart zu holen. Einen für die erste Mannschaft zu holen, ist Quatsch, die hatten sowieso schon 3.
also musstest du einen für die zweite Mannschaft holen. Und da war Stuckmann schon ein Glücksfall für uns. Der hat seine Erfahrung, ist ein großer Torwart. Abwürfe bei dem sind weiter als Abschläge bei Max Scheins oder Rensing. Und das ist eigentlich nur ein Glücksfall für uns gewesen. Jetzt sind wir schon so in der Rückrunde drin. Was wollte ich eigentlich, bevor ich jetzt zu den ganzen Spielern komme, die du eben angesprochen hast aus der ersten Mannschaft, mal so ein bisschen dich fragen, wie du das findest. Man hört aus Fortuna-Kreisen tatsächlich, dass diese Saison so ein bisschen beschrieben wurde als, wenn wir überleben, reicht es eigentlich, weil die großen Kracher kommen, wenn das NRZ zur nächsten Saison nach dem Sommer zu 100% läuft und wir dann halt auch dementsprechend noch Leute geholt oder speziell gefördert haben, weil die Verträge oder Pläne sind ja schon in der Schublade und auch teilweise schon eingetütet, was dann mit der zweiten passieren soll. Revolutionär wird's nicht, aber es wird halt dann schon an Qualität anscheinend nachgelegt. Wie fühlst du dich dann, wenn so Aussagen getroffen werden? Also man sollte schon überlegen, was mit der zweiten passiert, dadurch, wenn wir absteigen würden. Es gibt halt oft diese, seitdem es diese Abmeldung eingeführt wurde, dass man die zweite Mannschaft abmelden darf vom Spielbetrieb, gibt es halt oft Gerüchte, die Mannschaft wird abgemeldet, die Mannschaft wird abgemeldet. Und die letzte Saison ist die U23 des FC Schalke abgestiegen und es gab sofort, wir müssen direkt aufsteigen, sonst melden wir die Mannschaft ab. Diese Saison läuft echt nicht gut für die zweite Mannschaft von Schalke. Die sind Fünfter oder Sechster und vorne der ASC Dortmund und Karl-Marienborn sind schon starke Mannschaften, die den Aufstieg anpeilen. Und wenn man diese dann abmeldet und man keine Spielpraxis mehr für Verletzte, vor allem Langverletzte oder Torhüter wie jetzt Michael Rensing, dann hat das natürlich seine Folgen, kann es haben. Und vor allem ist es einfacher, so U19-Spieler an den Männerfußball zu gewöhnen, wenn es erstmal in der Regionalliga passiert. Wenn es die Oberliga ist, dann kann ich auch einfach die U23 abmelden und in die Regionalliga verleihen. Deshalb müsste man schon gucken, dass man in der Liga bleibt, damit nicht diese Gerüchte auftauchen, dass man die Mannschaft abmeldet. Also ich glaube, das ist bei Fortuna tatsächlich nicht der Fall, weil man hat ja jetzt versucht, Leuten wie zum Beispiel Rensing oder Bormuth ein paar zu nennen, die bekannteren Namen halt mal Spielpraxis zu geben. Bormuth hat direkt ein Tor gemacht und eins vorbereitet, also ein überragendes Spiel gemacht und Rensing hat im letzten Spiel gegen Dortmund auch, was man liest, für die Regionalliga-Verhältnisse sehr, 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 sehr stark gehalten. Also man kann es von ihm eigentlich erwarten. Jetzt mal diese zwei Spiele von dir, kurz mal die Eindrücke, die die hinterlassen haben. Also das Spiel gegen Erntebrück war ja das erste unserer englischen Heimspielwoche, wie ich es auch im Stadion gesagt habe. Wir hatten die Spiele sonntags, montags und samstags. Wir haben sonntags gegen Erntebrück gespielt, die natürlich in dem Abstiegsbereich stehen, wo ein Sieg für uns schon Pflicht war, um nicht unten ranzufallen. Da hat Robin Bormuth natürlich ein gutes Spiel gemacht, war als Kopfballtor nach einer Ecke. Man muss aber auch sagen, dass wir sehr ungefährlich waren aus dem Spiel heraus. Unsere Tore waren das Kopfballtor von Bormuth, wir haben einen Freistoß von Justin Kinjo ins Tor geschossen, aus 25 Metern, sah eigentlich ganz gut aus, und wir haben den Elfmeter verwandelt. Also aus dem Spiel heraus ist da relativ wenig gekommen. Die anderen zwei Heimspiele gegen Wiedenbrück und Borussia Mönchengladbach 2 lässt man mal außen vor, weil die waren echt nicht gut von uns. Wir waren zwar offensiv in der zweiten Halbzeit ganz gut im Spiel, aber die erste Halbzeit hat uns schon die Grenzen aufgezeigt teilweise. Und dann jetzt am Freitag das Spiel in Dortmund, wo man sagen muss, dass die Ultras da in Dortmund schon eine Klasse für sich sind. Bei der zweiten Mannschaft gegen eine andere zweite Mannschaft 1500 Zuschauer ins Stadion locken, mit einem Support, der 90 Minuten durchgezogen wird, keiner abbricht. Ein Michael Rensing bei uns im Tor, der gute Leistung gezeigt hat und uns in den ersten 10, 15, 20 Minuten sehr gut im Spiel gehalten hat. Da mit Max Scheins wäre das schwer geworden, hätten wir Stuckmann gehabt, wäre es auch noch okay gewesen. Michael Rensing hat einen guten Job gemacht. Wir kamen in der ersten Halbzeit gar nicht zur Torgelegenheit. Wir hatten keinen einzigen Torschuss. In der zweiten Halbzeit wurde es besser. Wir haben den Elfmeter bekommen, den Thailand Duman sehr schwach schießt. Unten rechts, Torwart war sofort da. Dann schießen wir mit Glück, schießt Tarsus Bonga das 1-0 für uns. Und dann, wie es halt kommt, du willst den Sieg sichern,
lässt sich ein bisschen hinten reindrängen und dann nutzt Dortmund als Top-Mannschaft der Regionalliga West. Die spielen unter den Top 5 Mannschaften, die hatten den Aufstieg angepeilt für die dritte Liga. Dann kassierst du dir das 1-1. Am Ende glücklich das 1-1 für beide Mannschaften. Uns bringt es ein bisschen weiter weg von den Abstiegsplätzen, da Bonn auch verloren hat. Deshalb so unzufrieden waren wir bei der Rückreise nicht. Jetzt mal die Ultras in Dortmund anzusprechen. Ist das so eine eigene Kultur, die die haben, um zur zweiten Mannschaft zu reisen? Was ehrlich gesagt haben die Bayern oder 1860 jetzt auch wieder halt auch immer gehabt. Also so, dass der Kern der Ultras mehr oder weniger halt wirklich auch zur zweiten gerannt ist, wenn es möglich war, und halt auch richtig Support gemacht hat in den Spielen, die man als Derbys oder für sehr wichtig erachtet hat. Also die brauchen keine Derbys oder sehr wichtige Spiele. Also die sind häufig da, wenn die erste Mannschaft nicht parallel spielt von denen. Und das war ja Freitag der Fall. Die gehen häufig ins Stadion. Die sind auch auswärts. Die haben ihre eigenen Banner, ihre eigenen Fahnen. Nur für die zweite. Amateure bei denen. Und die machen schon gut Support. Im Vergleich zu uns, wo wir ja im Schnitt 200 Zuschauer im Stadion haben, kein Support da ist. Aber bei uns im Stadion liegt es auch daran, dass gefühlt immer die Spiele parallel zur ersten sind. Weil ich denke mir auch manchmal, boah, wir spielen jetzt irgendwie gegen Rot-Weiß Essen zu Hause oder gegen Oberhausen oder so. Spiele, wo du dir denkst, so gegen die hat die erste Mannschaft von Fortuna vor ein paar Jahren noch gespielt. Und denkst dir, ja, könnte ich mal ins Stadion gehen, aber nein, genau um die gleiche Uhrzeit, genau am selben Tag spielt halt die erste und dann kannst du halt nicht hingehen, weil du dann doch lieber zur ersten gehst. Und das ist halt meiner Meinung nach sehr ärgerlich. Ich würde auch gerne viel häufiger zur zweiten gehen. Gibt es denn so viele Ausschreitungen in der zweiten, dass man das machen müsste? Weil das ist ja die Begründung der DFL bzw. des Niederrheinverbandes, halt da, mittlerweile Westverbandes, halt da die Spiele so zu legen, dass man halt parallel spielt. Also ich würde sagen, nein, ich bin jetzt circa 3 Jahre Stadionsprecher. Ich musste noch nicht einmal durchsagen, dass Pyrotechnik gezündet wurde. Ich glaube, eine Rauchbombe mal gegen Aachen oder sowas. Aber das war es dann auch schon wieder. Also viele Ausschreitungen gibt es bei uns im Stadion nicht, aber bei uns werden ja auch viele Spiele parallel gelegt, was nicht sehr nett ist. Aber es ist halt auch, viele denken sich dann, auch wenn die erste Mannschaft mal auswärts spielt, man könnte dann ja mal ins Stadion gehen, aber viele finden es dann angenehmer, zu Hause ihre 50 Euro für Sky zu bezahlen, sich vor den Fernseher zu setzen und dann eine 2-0-Niederlage von der ersten zu sehen oder ein schlechtes Spiel, regen sich die ganze Zeit nur auf und unsere spielen vor 50 Zuschauern im Stadion, gewinnen und würden vielleicht auch mal gerne gefeiert werden, aber die kriegen sowas nicht, weil Spiele parallel gelegt sind, viele vorm Fernseher gucken. Heimspiele sind ja meistens bei uns gedreht, dass wir auswärts spielen und die erste Mannschaft zu Hause und andersrum. Aber es wäre schon schön, wenn mal viele ins Stadion kommen, aber jetzt das nächste Spiel ist schon wieder, unser nächstes Heimspiel ist am Sonntag gegen den Wuppertaler SV. Viele würden sich das angucken, gucken sich aber natürlich viel lieber im Fernsehen das Spiel der ersten gegen Heidenheim an. Also bei mir liegt tatsächlich so ein bisschen daran, dass ich mit meiner Tochter gebunden bin und dann nicht wirklich Spielraum habe, außer mir das auf diesem obiösen Sender mit den 3 Buchstaben anzugucken. Aber du hast natürlich recht. Jeder, der die Möglichkeit hat, mal zur zweiten zu gehen, sollte das tun, weil die Atmosphäre ist super familiär und man lernt auf jeden Fall sehr viel über Fortuna, was man sonst noch nicht wusste. Man lernt auch viel über die Zukunft von Fortuna, weil obwohl ist es eigentlich so, dass wie häufig oder was sind denn die letzten Spieler, die aus der zweiten hochgekommen sind in die erste? Gibt's da viele oder sind die meisten direkt von der A-Jugend hochgezogen worden? Also die meisten haben erst bei uns gespielt, bevor sie den Profivertrag bekommen haben. Andi Lukoki, Thailand Duman, Robin Bormund, alle zuerst bei uns gespielt. Kian Throes kam aus Kanada direkt zur zweiten Mannschaft, hat jetzt den Profivertrag bekommen. Ich weiß noch nicht warum, weil diese Saison seine Leistung echt im Tal liegt. Also letzte Saison hat er echt gut gespielt, aber diese Saison weiß nicht, ob der sich da den Profivertrag erspielt hat. Da kann ich dir tatsächlich helfen. Das liegt mit seinem Arbeitsvisum, hat das Gründe, weshalb man selber einen Profivertrag hat. Er verdient nicht mehr als vorher, aber er hat jetzt einen Profivertrag, damit er ein offizielles Arbeitsvisum in Deutschland bekommt. Das bekommst du nämlich nur in den ersten 3 Ligen. Ansonsten hätte er, ich glaube, in 2 oder 3 Monaten zurück nach Kanada gemusst. Ach gut.
Kann man natürlich auch so machen, um irgendwas auszutricksen, natürlich. Tut mir leid für den, den ich gerade bei Fortuna gespoilert habe. Ich nenne keinen Namen, ansonsten kriege ich hier eh Ärger. Also die meisten gehen erst durch uns, bevor sie, also von der U19 hoch war der letzte Carlo Igor Majic, der direkt einen Profivertrag bekommen hat. Der spielt ja mittlerweile, also er hat zumindest lange Zeit bei der zweiten dann trainiert, glaube ich, 2 oder 3 Monate, bevor Funkel wieder gesagt hat, ich hole dich wieder hoch. Wie schätzt du das diese Saison eigentlich ein bei der zweiten? Weil Friedhelm Funkel ja tatsächlich durchaus sehr oft den Kader verkleinert, um dann wieder Leute wieder dazu zu holen, die er vorher in die zweite geschickt hat. Merkt man das oder ist das eher so, ja, als würde jetzt Robin Baumgart mal für ein Spiel in die zweite kommen? Also wenn sowas passiert, merkt man bei uns tatsächlich, dass die Spieler nicht mal Regionalliga-Format haben und deshalb runtergeschickt werden vom Funkel, weil Kiesewetter hat kein gutes Spiel bei uns gemacht. Der ist genauso schlecht wie alle anderen auf dem Platz gewesen. Also dass der in der zweiten Liga spielen darf, beziehungsweise wieder hochgezogen wurde, ist schon ein Rätsel für die meisten bei uns. Carlo Igor Majic ist ein Rätsel für uns, dass er überhaupt in der zweiten Mannschaft spielt, weil der Stürmer weiß aber nicht, wo das Tor steht. Also er ist ja Nationalspieler von der U19, glaube ich. Ja. Kroatien. In Kroatien, aber das bringt uns nicht weiter. aber mich ja. Aber in der A-Jugend hat er doch, in der A-Jugend hat Majic doch regelmäßig getroffen, oder nicht? Ja, da hat auch Hayrola Alici regelmäßig getroffen, wurde die zweite Mannschaft hochgezogen und direkt zum Berliner AK wieder weggeschickt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Stärke der Liga. Vielleicht ist die A-Jugend-Bundesliga technisch vielleicht stärker, aber das ist das, was man hört, wenn man Spiele davon sieht, merkt man das auch. Aber vielleicht ist, wie du sagtest, die Regionalliga ist halt eher eine Liga für Männer, um es mal plakativ zu sagen. Aber Jerome Kiesewetter hat uns beiden Anfang der Saison sehr gut gefallen, Micha. Wie würdest du einschätzen, dass er in der Regionalliga sich nicht durchsetzt? Hat er da keine Lust zu oder was machst du da aus? Ja, Kiesewetter ist meiner Meinung nach auch ein Spieler, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er richtig gut. Aber halt, wenn er nur einen normalen Tag hat, dann ist er halt auch nur Durchschnitt, meiner Meinung nach. Und, na klar, und er hat halt damals in der ersten gespielt, weil, am Anfang der Saison hat er halt in der ersten gespielt, weil nur Schauerte da war und irgendeinen Konkurrenten braucht Schauerte, ja. Und, wie er dann als Zimmer geholt wurde, war halt für ihn keine Verwendung mehr da. Eine Männerliga ist das bei uns natürlich schon in der Regionalliga West. Wenn du gegen diese Mannschaften spielst, Wiedenbrück, Rödinghausen, Viktoria Köln, spielst du gegen die zweiten Mannschaften, Gladbach 2, Köln 2, Dortmund 2, hast du schon fast eine Jugendliga, da die alle auf deinem Altersniveau sind und auch relativ wenig Erfahrung haben. Und da helfen dann erfahrenere Spieler, zum Beispiel auch jetzt schon ein Robin Bormuth, der ja deutlich mehr Zweitliga-Erfahrung hat als der Rest bei uns, oder ein Michael Rensing oder Michael Stuckmann, die von hinten Anweisungen brüllen können, dass die das besser macht. Ne? Und du hast mit unseren Jugendspielern halt das Problem gegen diese Männermannschaften, die treten dir auf den Fuß und dann fällst du nach hinten und dann war es das. Unsere schlechtesten Spiele waren Viktoria Köln, Aachen, Rot-Weiß Oberhausen. Die Mannschaften liegen uns einfach komplett nicht und wo man sagen muss, Gladbach 2 liegt uns einfach nie, da können wir machen, was wir wollen. Wir können die schlechteste Mannschaft der Liga haben und wir verlieren trotzdem. Also. Micha, jetzt ist halt das Wort Männerfußball öfter gefallen. Ist denn in der Jugend tatsächlich so ein körperloser Fußball entstanden, weil die Bundesliga-Vereine das so prägen wollen, wenn in der Bundesliga wird ja auch, zumindest was die Top-Teams angeht, eher körperlos gespielt. Liegt das eher daran oder ist es einfach daran, dass die Top-Teams, sage ich mal, auch erfahrenere Spieler brauchen, um Top-Leistungen liefern zu können? Also ich sag mal so, bei mir selbst, ich habe zwar nur Kreisliga gespielt, aber bei mir war es auch so, dass ich an B-Jugend und A-Jugend gespielt habe. Das war dann alles. Man stellt sich das irgendwie einfacher vor, aber irgendwie, als man dann als man dann kein A-Jugendspieler mehr war, sondern halt bei den Herren gespielt hat, da war es schon ein ganz anderer Umgang. Der Umgang war einfach viel rauer und man hat halt gemerkt, dass man auch mal gegen 30-Jährige spielt, die einfach abgeklärter sind, die einfach Erfahrung haben und die wissen, okay, die anderen, die Jungen, die sind zwar talentierter, können besser Fußball spielen und sind flinker, aber wenn du den zweimal auf die Füße trittst, dann haben die auch keinen Bock mehr. Und ich denke mir, wenn ich das damals schon auf Kreisliga-Niveau bemerkt habe, dann denke ich mir, das wird dann wahrscheinlich auch bei den Profis, beziehungsweise dann bei den U19-Mannschaften und U23-Mannschaften
da wird es wahrscheinlich genauso sein, dass das dann doch krasser ist, als man sich das eigentlich vorstellt. Bei den jungen Mannschaften hat man häufig, die wollen alles technisch lösen. Von der Seite wird auch immer gebrüllt, alles ohne Foul lösen, ohne Foul lösen. Und wenn du dann spielst gegen Viktoria Köln, gegen eine Männermannschaft, dann wird von außen auch mal geschrien, jetzt geh doch mal dazwischen und klopp den einfach nur um, damit der nicht Richtung Tor läuft. Und bei uns ist dann immer ohne Foul lösen, dann kriegst du den Ball nicht, dann ist der Spieler durch und dann war es das ohne Foul lösen. Dieses typische Tsubasa-Tackling mit gestrecktem Fuß, perfekt den Ball wegstibitzeln. Ja, das funktioniert bei uns natürlich nicht. Letzte Saison hatten wir noch eine Mannschaft mit Spielern wie Hendrik Lohmer, Leander Goralski. Die sind auch immer dazwischen gegangen. Auch wenn der Trainer gerufen hat, ohne Foul lösen, dann haben die eine Grätsche ausgepackt, haben es ohne Foul gelöst, aber jetzt unsere Spieler machen das einfach nicht. Jetzt hat man einen Spieler geholt mit John Deki, der ja ein sehr großes afrikanisches Talent zu sein scheint. Siehst du ihn tatsächlich in der ersten Mannschaft? Ich weiß, er hat noch ein paar Testspiele gemacht für die zweite, aber ist er wirklich so viel besser als etablierte Leute wie Schauerte, Kiesewetter oder auch aus der zweiten, Moritz Montag heißt der, glaube ich, der soll auch sehr gut sein, aber irgendwie... Also, besser als Kiesewetter? Ja. Kiesewetter als Rechtsverteidiger kann man schon mal ausklammern, weil das bringt überhaupt gar nichts. Zimmer würde ich versuchen zu halten, weil für mich der Abgangskandidat für mich ist Schauerte. Auch wenn ich finde, dass Schauerte in den letzten 3-4 Spielen besser war als Zimmer, aber das kann sich widerlegen, wenn der Zimmer sich wieder gefangen hat. Und Moritz Montag wäre für mich der passende Nachfolger von Schauerte für die erste Mannschaft. Kommt aus der eigenen Jugend, hat schon ein paar Jahre hier gespielt. Man muss ja immer auch im eigenen Kader der ersten Mannschaft Spieler aus der eigenen Jugend haben. Und Moritz Montag wäre zumindest ein Spieler, dem ich es zutrauen würde, auch zu spielen in der Bundesliga bzw. zweiten Liga. Weil er die Qualität hat. Er hat die Qualität. John Deki habe ich 1-2 Testspiele gesehen bei der zweiten im Winter. Es war ein bisschen kühler, vielleicht hat er sich nicht wohl gefühlt. Er ist schnell, ja, dribbeln kann er, aber das Auge für den Mitspieler hat doch eher Moritz Montag und als Rechtsverteidiger ist das doch vielleicht besser, als sich bis zum Ende durchzudribbeln und dann nicht mehr hinten zu sein, wenn man verteidigen muss. Was bei Moritz Montag doch deutlich besser ist, das Verteidigen, als bei John Deki. Der geht nicht in die Zweikämpfe, läuft nebenher, sein Körper reinstellen ist so eine Sache, ist nicht groß, ist nicht kräftig. Das kann Moritz Montag auch ein bisschen besser. Also für mich der bessere ist Moritz Montag. Was Funkel daran sieht, weiß ich nicht. Aber für mich sollte man Montag hochziehen, aber John Deki hat halt direkt den Profivertrag bekommen. Also eher für die Offensive einplanen. Ja, aber was ich zum Beispiel noch bei Deki lustig fand, war, weil vor der Aufnahme habe ich dich noch gefragt, ob du was zu dem sagen kannst. Und du meintest ja, du hast den erst 1-2 Mal spielen gesehen und ich dann komplett überrascht war, weil ich dachte, er ist extra in der zweiten, damit er in der zweiten Spielpraxis sammeln kann. Magst du das nochmal wiedergeben, was du mir dann gesagt hast als Antwort? Also, es liegt einfach daran, dass Spieler aus afrikanischen Ländern oder nicht ganz so hochentwickelten Ländern, auch aus Asien, nicht in der Regionalliga West bei einer zweiten Mannschaft spielen dürfen, wenn sie keine Jugendjahre durchlaufen haben oder schon mal in Europa gespielt haben. Dadurch darf John Deki nicht bei uns in der Regionalliga spielen, sondern wäre nur für die Profis spielberechtigt. Ja, und das verstehe ich nicht, weil für mich war es eigentlich, als ich dann gelesen habe, man hat den geholt, den Deki, damit er halt in der zweiten erstmal Spielpraxis sammeln kann. Also das war meiner Meinung nach eine offizielle Angabe. Und ich dachte mir dann, okay, wenn John Zimmer dann im Sommer wieder weg sein sollte, dass man den dann halt als Schauerte Konkurrenten hochziehen könnte. Aber wenn er in der zweiten gar nicht spielt, warum? Also für mich hat das alles dann gar keinen Sinn ergeben, weil als du gesagt hast, ja, der darf da gar nicht spielen. Also warum trainiert er dann in der zweiten, nicht mit der ersten? Da würde er doch vom Leistungsniveau vielleicht mehr mitgezogen oder traut man ihm dieses Leistungsniveau nicht zu. Oder warum ist er nicht einfach mal im Kader in der ersten? So? Vielleicht trainiert er bei beiden Mannschaften. Ich weiß nicht, wo der trainiert. Ich bin nicht so oft beim Training. Nee, aber was man wahrscheinlich trainiert er in der ersten, aber das ist wieder ein Punkt, der für Moritz Montag spricht, weil der Spielpraxis hat, ne? Kommen wir eigentlich direkt zu den Spielern, die so ein bisschen die vorstechen. Der Michael hat ein Skript hier den Kaitum Yake und Shunya Hashimoto geschrieben. Du sprichst über Moritz Montag. Er ist schon länger bei Fortuna und aber so wirklich Beachtung geschenkt scheint von den Offiziellen keiner zu haben. Wie erklärst du dir das? Ist er so ein unscheinbarer Mensch oder?
Da erkläre ich mir gar nichts. Warum die da nicht gucken, ich weiß es nicht. Man braucht immer Außenverteidiger, werden häufig gesucht und dann sieht man so ein Talent bei uns nicht. Das verstehe ich nicht. Unsere Japaner, klar, kann man ein bisschen drauf gucken, zumindest auf Kaito. Shunya ist so, naja, finde im Moment das Tor nicht und der Stürmer. Wir hätten lieber Kemal behalten sollen, der jetzt Viktoria Köln wahrscheinlich zum Aufstieg in die dritte Liga schießt, statt uns mal zum Klassenerhalt. Diesen Wechsel habe ich sowieso von vornherein nicht verstanden, aber. Was man so gelesen hat und wenn man sich mit Journalisten unterhalten hat, haben die auch oft gesagt, er wollte zurück nach Köln, weil er für sich in Fortuna Gesamt nicht die Chance sieht, irgendwann in die Profimannschaft zu bekommen. Dann gib ihn doch direkt ab, wenn er meint, bei uns wäre nicht gut, dann gib ihn woanders hin, verkauf den direkt nach Köln, mach noch ein bisschen Geld damit, mit der Leihe machst du nichts, außer den Gegner zu stärken. Den Topstürmer seiner eigenen Mannschaft an den Konkurrenten ausleihen, ist das schon nicht so der clevere Sieht man denn, wenn man überleben will, Viktoria Köln überhaupt als Konkurrenten an? Ja, man spielt gegen die zweimal in der Liga, aber wenn du sowieso sagst, ich will in den Abstiegskampf gehen. Aber wenn eine Mannschaft, die aufsteigen will, deinen Topstürmer ausleihen will, dann heißt es ja eigentlich, dass er dich als Abstiegskandidaten schon voranbringen kann. Wie sieht man dann nicht vielleicht ihn aus Fortuna-Sicht, die aktuell sagen, die zweite läuft halt einfach nur nebenbei, halt sagen, okay, wenn er in meiner Top-Mannschaft spielt, wird er gefüttert, lernt offensiv in der Box aggressiv Tore zu schießen, ist doch für ihn als Entwicklung besser, als er jetzt. Hätte man ihn in die dritte Liga ausleihen können. Vielleicht wollte ihn ja keiner haben, ich habe keine Ahnung. Okay. Lernt man nicht viel mehr, wenn man in der schwachen Mannschaft gegen starke Defensiven spielt, als wenn man in der stärksten Mannschaft gegen schwache Defensiven spielt? Theoretisch hast du da tatsächlich recht, aber wir sind alle drei nicht irgendwie in einem Management bei einem Fußballclub tätig, deswegen wissen wir nicht, was für eine Brille man sich da aufziehen muss. Ich weiß, dass die rosarote Fanbrille da nicht viel bringt, aber man fragt sich tatsächlich manchmal, was denn da einen vorgeht, warum manche Mannschaften die zweite oder ihre Amateurmannschaften abschaffen, weil die sagen, ja, wenn Spieler zu uns kommen, dann kommen die direkt aus der U19. Ist nochmal eigentlich ein ganzes Thema, ein ganzer Podcast für sich. Aber nochmal kurz von dir, siehst du die Rolle der Zweiten von Fortuna zunehmend in den nächsten Jahren? Oder hast du die Befürchtung, dass sie sagen, ja, wenn das Nachwuchsleistungszentrum steht, dann wird das auch irgendwann zugemacht, weil die dann nur noch U19-Spieler in den Kader holen. Ich hoffe, dass sie es so beibehalten, aber sich mal ein bisschen besser umschauen und stärkere Spieler für die U23 holen. Das heißt, du hast eine stärkere Mannschaft, mit der du zumindest im oberen Mittelfeld mitspielen kannst und dann Spieler von oben kriegst, damit du die beziehungsweise aus der U19 ranführen kannst. Mit einer starken Mannschaft, damit du auch gut immer da mithalten kannst. Wenn du ein schlechtes Team hast und jedes Mal gegen den Abstieg spielst und hoffen musst, kannst du kaum Spieler integrieren und die irgendwo ranführen, weil du immer mit deinen Spielern spielen musst, die schon Erfahrung haben, um das zu verhindern. Und in dem Skript fehlen mir zwar ein paar Namen, die vielleicht bei uns wirklich mal, weil Kaito Miyake ist jetzt Außenbahnspieler. Ich meine, wenn wir Haraguchi und Usami halten können und dazu Raman haben, brauchen wir da nicht mehr viel, vor allem nicht aus der unteren Liga, da braucht man eher noch einen, der Qualität drauflegen kann, als einen, der hinter denen steht. Shunya Hashimoto, wie gesagt, wenn der an seine Leistungen anknüpfen kann, als er zu uns kam oder vorher bei seinen anderen Stationen, kann man drüber nachdenken, aber der Killer vorm Tor ist er nicht und den Ball festhalten vorne kann er auch nicht. Du musst wissen, wir zwei haben keine Ahnung, deswegen bist du da. Ja, ich habe halt Mich hat nur die Namen aufgeschrieben, die auch in den, sagen wir, in der Bild, in Express, in der Rheinischen. Ja, genau, die mir halt immer aufgefallen sind, weil ich habe ja auch zum Beispiel bei Twitter so, ich folge ja bei Twitter auch einem, der halt den Ticker für die zweite macht. Ja, genau. Wer ist von Philipp? Ja, kenne ich. Ja, genau. Und ist das, Kumpel von mir. Ich habe halt als Vorbereitung mir mal den Kader angeguckt und habe dann halt die Namen aufgeschrieben, wo ich mir dachte, okay, die habe ich schon öfter mal gehört, die haben schon ein paar Tore gemacht, die haben schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Und deswegen, das ist halt das, was ich reingeschrieben habe. Aber wenn du das ist, aber meinst, es gibt da noch Leute, die nennenswert sind, hau gerne raus. Natürlich hast du die Namen, die man häufig liest, sind natürlich immer die offensiven Spieler. Ja, das ist klar. Die ich bei uns aber gar nicht so hervorheben würde, weil wir offensiv wirklich nicht gut sind. Ich würde bei uns hervorheben im Moment
Unser Kapitän ist im Moment Yannick Schneider. Als Innenverteidiger, vor allem wenn oben Hoffmann mir jetzt ausfällt, Eihahn ausfällt, du oben wirklich eigentlich als gelernten Innenverteidiger nur Bormuth hast, hast du bei uns Yannick Schneider und Leroy Quadwo, die wirklich in ihrer Entwicklung noch ein Stück nach oben Platz haben und dass man wirklich auch die nach oben ziehen könnte. Leroy Quadwo kam im Sommer aus von der zweiten Mannschaft von Schalke und Yannick Schneider kam sogar aus der dritten Liga von Fortuna Köln zu uns. Und dann würde ich vielleicht noch hervorheben, als Sechser, davon haben wir jetzt leider genug in der ersten Mannschaft, aber Dario Becerra-Ehret, der da echt starke Spiele macht, einen Schuss hat, wenn er richtig den Ball trifft, dann schießt er dir auch ein 30-Meter-Tor in den Winkel. Die Spieler würde ich am meisten hervorheben im Moment. Also Yannick Schneider, Leroy Quadwo und Dario Becerra-Ehret. Tufik Nashiri, unser eigentlicher Kapitän, ist leider lange verletzt jetzt. Wenn der an seine alte Form kommt, kann man den noch dazu nennen. Aber Achter ist halt genauso viel besetzt wie Sechserposition. Kinjo macht sich jetzt ein bisschen besser bei uns. Hat jetzt 2 Freistoßtore geschossen, hat er anscheinend geübt. Viel mehr ist er aber auch nicht so spielerisch. Also ja, das sind die, die ich hervorheben würde. Was meinst du denn, wer ist der Nächste, der den Sprung in die erste Mannschaft schafft und nicht nur auf dem Papier, also nicht, dass er nur einen Profivertrag kriegt, sondern wirklich einer, wo du dir vorstellen kannst, er würde auch mal in der Saison, selbst in der Bundesliga, sage ich mal, er würde mal 3-4 Spiele machen, auch wenn er in der 86. Minute eingewechselt würde. Meinst du, da gibt's überhaupt einen? Ich glaube bei uns nicht, dass ich kann mir vorstellen, dass der Nächste, der so einer ist, Muhaya Oktay sein wird. Aus der A-Jugend, der jetzt schon bei uns spielt, eingewechselt wird häufig, damit wir offensiv überhaupt was auf die Reihe kriegen. Hat ein Tor gegen Wiedenbrück geschossen, ein Schiedsrichter hat gedacht, ist abseits, okay, vielleicht war da welches, vielleicht war da keins. Aber er bringt zumindest ein bisschen Schwung, ein bisschen Kreativität ins Offensivspiel, wenn der spielen darf. Auf welcher Position spielt er? Muhaya Oktay ist so Achter, Zehner. Okay. Ob die Position bei Funkel gefragt ist, ist dann die nächste Frage. Ja, da wäre auch die Frage, wie lange Funkel noch Trainer ist. Also, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir könnten über Friedhelm Funkel einen eigenen Podcast machen, was wir nicht tun werden. Ich glaube, dass der Funkel noch die nächste Saison macht und der lange Nicke jetzt eine Saison die komplette zweite übernehmen soll, um Nachfolger des Funkel zu werden. Und dann Bundesliga-Trainer zu werden, bei seinem dritten Jahr. Das kann ich mir gut vorstellen. Eine U17, eine zweite direkt in die Bundesliga. Also der Julian Nagelsmann nur ohne 10 Jahre Erfahrung im Amateurbereich. Kann ich mir vorstellen, dass die extra jetzt geguckt haben, wir schmeißen Taschkin Aksoy raus, lassen Lange Nicke mal im Abstiegskampf beweisen, was er kann. Dann ein Jahr die zweite komplett leiten, mal gucken, was daraus wird. Wenn der nächstes Jahr ein guter Kader ist, landet die sowieso im Mittelfeld, egal was passiert. Und Funkel hört auf und dann kannst du ihn halt hochziehen. Das ist natürlich was ich überragend finden würde, weil ich hätte kein Problem damit, wenn einfach Langnecke und Bellinghausen einfach Trainer und Co-Trainer wären. Das liegt ja daran, dass und Sascha Röse auf der Bank, wenn dann Armin Fee Gegner ist, gute Nacht. Das wäre natürlich überragend. Ja, aber es sind ja auch alles 3 Spieler, die vor allem Fortuna-Fans ins Herz geschlossen haben durch ihre Mentalität, durch ihre Verdienste und was du da alles noch sonst an so eine Pinnwand klemmen kannst. Aber wie sieht es denn vom Trainertechnischen aus? Klar, er hat jetzt erst ein Spiel gemacht zum Stand der Aufnahme. Konntest du schon eine Veränderung erkennen oder war das alles Business as usual? Dienstag wurde Taschkin Aksoy herausgeschmissen. Freitag war das erste Spiel unter Langenecke. Es war einfach gar keine Zeit, da irgendwas zu ändern. Mit seinem Co-Trainer Andreas Polenski, der ja seinen vorherigen Job übernommen hat, den Talentförderer, Trainer, keine Ahnung, was Langenecke da vorher gemacht hat. Der war so ein bisschen Mentor und hat so eine Handvoll Spieler bekommen, mit denen der regelmäßig sich getroffen hat. Und Andreas Polenski ist sein Nachfolger gewesen und der macht jetzt den Co-Trainer für Jens Langenecke bei der U23, weil der Co-Trainer von der U17 die U17 übernommen hat. Viel Änderungen gab es natürlich nicht. Ein Tim Galeski, der sonst keine Chance hatte bei Taschkin Aksoy, stand auf einmal in der Startelf. War eine Überraschung für alle, auch für uns. Aber wäre Kai Tomiyake nicht gesperrt gewesen durch seine rote Karte, durch Nachtreten aus dem vorherigen Spiel, hätte auch Tim Galeski nicht gespielt. Aber das Einzige, was noch aufgefallen ist, dass die erste Halbzeit offensiv noch harmloser war und man wirklich nur bedacht war aufs Verteidigen, dass die Null am Ende steht. Und dass man dann erst im Laufe der zweiten Halbzeit überhaupt nach vorne gespielt hat. Aber ist ja auch verständlich, wenn man gegen ein Top-Team aus der Liga spielt, dass man erstmal die Null halten will. Das ist richtig.
Aber ja, und eine Frage, die ich noch hätte, wäre Tim Wiesner. Könntest du dir vorstellen, dass wenn Rensing irgendwann zu alt wird oder keinen Bock mehr hat, dass er dann in den nächsten, sag ich mal, 3-4 Jahren Stammtorwart der ersten Mannschaft werden könnte? Vorstellen könnte ich es mir ja, weil er hat im Hinspiel gegen MSV Duisburg hat er ja schon gespielt, als Wolf verletzt ausgewechselt werden musste. Man sieht natürlich, er ist noch ein junger Torwart, mitspielender Torwart, steht meistens ein bisschen weit vor seinem Tor, was er vielleicht noch ein bisschen ändern könnte, weil er manchmal ein bisschen wirklich zu weit vor dem Tor steht. Hat dafür aber den Vorteil gegen Rensing und Wolf ist natürlich die Ballbeherrschung bei langen Bällen, bei hohen Bällen, die fängt er ab und das hat man gegen Duisburg gesehen. Die haben dann in den letzten 20 Minuten nur noch versucht, mit langen und hohen Bällen zu spielen. Da hat man gegen Tim Wiesner keine Chance. Auf der Linie könnte noch ein bisschen besser werden. Rensing und Wolf haben da einen kleinen Vorsprung. Aber ich könnte es mir vorstellen, leider sind wahrscheinlich 3-4 Jahre, wenn der Rensing noch so lange spielt, ein bisschen zu lang, sodass er vorher wechseln wird. Aber ich würde ihn schon gerne in der ersten Mannschaft sehen und nicht mehr bei. Also klar, bei uns in der zweiten ist er auch gern gesehen, weil wenn wir Max Scheins ins Tor stellen müssen, dann stellen wir lieber einen anderen ins Tor. Tim Wiesner, Stuckmann, Rensing. Von mir aus den Wolf, wenn der Rensing da oben wieder spielen sollte, was er nicht tut. Aber Tim Wiesner ist schon ein guter dritter Torwart für die erste Mannschaft im Moment. Also bräuchten wir, wenn man ihn halten kann, bräuchten wir eigentlich uns keine Sorgen zu machen, wenn Wolf wechselt und Rensing nach seiner Verletzung nicht wieder auf Hochform kommt, sondern dass man den dann einfach... Ja, aber wenn Wolf wechselt, wird man wahrscheinlich sich den nächsten mehr oder weniger ausrangierten Bundesliga-Torwart angeln, der dann auch 28 bis 30 ist. Ja, das finde ich dann, ja eigentlich ein Fehler. Und den dann hinter Rensing setzen. Ja, aber weil du auch... Das haben die letzten Transfers gesehen von Unnerstall, den du hattest, oder... später auch hier Ratajczak und Melka. Es war immer so ein bisschen das Gefühl, man wollte immer zwei ungefähr gleich alte Torhüter haben, die ungefähr auf einem Niveau sind, weil man Angst hat, dass der Jugendtorwart es nicht bringen kann. Obwohl wir festgestellt haben, dass wir ihn alle drei sehr gut finden von dem, was wir gesehen haben. Und wir wirklich in dieser Zeit, als Ratajczak und Melka da waren, gute Torhüter in der zweiten Mannschaft hatten. Maximilian Schulze-Nios spielt immer noch dritte Liga. Hätte es auch... Wir hatten Ratajczak und Melka hatten wir in der dritten Liga und Schulze-Nios in der zweiten Mannschaft. Den hätte man genauso hochziehen können und vor die zwei stellen können. Patrick Nettekoven ist ein bisschen abgerutscht und war auch ein guter Tor. Tim Boss mittlerweile Stammtorwart bei Fortuna Köln. Hätte man locker auch in die erste integrieren können. Wer ist der, der bei Rot-Weiß Essen spielt? Robin Heller. Ja genau, der war ja auch... Der war immer Konkurrent von Tim Boss. Man sieht aber, bei uns war immer die Meinung, Tim Boss ist besser als Robin Heller. Die haben immer auf Robin Heller gesetzt, statt auf Tim Boss. Versteht bei uns keiner. Deshalb spielt Tim Boss jetzt aber bei Fortuna Köln. Ich kann mich an, da haben wir uns, wann, das war, ist bestimmt 3 Jahre her, da haben wir uns unterhalten, hast du mir auch schon gesagt, dass Tim Boss besser ist als Heller. Und du hast da auch nicht verstanden, warum der Trainer es anders sieht. Und an das Gespräch erinnere ich mich ja, noch. Tim Boss ist jetzt Stammtorwart in der dritten Liga und Robin Heller streitet noch mit dem anderen Torwart bei Rot-Weiß Essen überhaupt um die Nummer 1, ob er besser ist oder der andere. Also... war die Einschätzung bei uns gar nicht so schlecht, dass Tim Boss der bessere Torhüter ist. Ist halt grundsätzlich schlechte Einschätzung. Auch nochmal ein Grund, das ganze Gespräch jetzt zu beenden mit der Entlassung von Haşkın Aksoy. Schlechte Einschätzung, auch so ein Grund, warum er doch eher gehen muss, weil man sich gedacht hat, komm, jetzt hat er zu viel schlecht eingeschätzt. Oder würdest du sagen, das ist einfach komplett weg vom Thema? Das ist komplett weg vom Thema. Haşkın Aksoy wurde einfach abgesägt, weil die eine Umstrukturierung haben wollen. Haben schon vor Saisonende gemacht, was ich nicht verstehen kann, was die meisten nicht verstehen kann, weil man es einfach zum Ende der Saison hätte machen können. Das Thema ist für uns jetzt gegessen. Der Trainer ist weg, wir können nichts dagegen machen. Das Danke hätte Fortuna trotzdem ein bisschen aussprechen können, weil in dem ganzen Artikel nicht einmal Danke zu sagen, obwohl es bei jedem anderen Idioten auch gemacht wird. Wenn der schlechteste Spieler geht, dann steht da trotzdem Danke. Aber bei einem Trainer, der 6 Jahre die zweite Mannschaft trainiert hat, da wird nicht einmal Danke gesagt. Selbst der hat ja selbst die erste Mannschaft zwischendurch trainiert. Deshalb kann ich nicht verstehen. Wie sagt man so schön, the best for your future's endeavors. Ist die Mannschaft an sich, du kennst da ja auch einige Spieler, sind die traurig, dass Aksoy geht? Weil die werden ja gewusst haben, dass er im Sommer eh weg ist. Aber werden die traurig sein, dass er jetzt schon weg ist? Oder denkst du, da geht durch einige Spieler auch ein Aufatmen? Haşkın ist natürlich ein bisschen strengerer Trainer gewesen. Ne? Vielleicht nicht beliebt bei allen Spielern, aber er hatte immer ein offenes Ohr für alle. Deshalb
einige waren wirklich Tarsis Bonga zum Beispiel war traurig, dass er gegangen ist, aber wenn du ein Spieler bist wie Tim Galeski, der wirklich nicht wirklich berücksichtigt wurde und jetzt auf einmal in der Startelf steht, ja, er trainiert halt wenig mit dadurch, dass er jetzt studiert oder eine Ausbildung macht oder arbeitet, irgendwie sowas. Und dadurch kann er nicht immer mittrainieren und wird dadurch auch nicht so oft beobachtet vom Trainer, aber der atmet dann natürlich vielleicht auch mal durch und sagt, jetzt kann ich einen Neustart mit einem neuen Trainer anfangen. Ne? Aber ich glaube schon, dass der Großteil traurig war, dass der Trainer weg ist. Du bist auf jeden Fall traurig und dein Umfeld, die du so Spieltag für Spieltag zu tun hast, ist es auch. Das, ja, bei uns, ich meine, seine Söhne waren öfters auch beim Fußball, wir haben uns alle gut verstanden. Ich meine, der eine Sohn ist jetzt in Amerika, macht seinen Pilotenschein, der andere ist natürlich noch hier, war jetzt bei den Spielen immer dabei. Und alle haben sich gut verstanden, auch mit dem Trainer. Man konnte bei Saisonabschluss feiern oder bei Winterfeiern mit den Trainern reden. Kein Problem, nach dem Spiel konnte man sich mit dem Trainer unterhalten. Das ist natürlich, wenn man 3-4 Jahre, wie die ich jetzt dabei bin, immer denselben Trainer hatte und ist dann schon ein bisschen traurig. Kannst du dir vorstellen, wie es für ihn weitergeht? Oder denkst du, Fußball ist jetzt erstmal kein Thema mehr? Ich weiß nicht, was er sonst nebenbei noch so gemacht hat oder ob er Vollzeittrainer war, aber. Fußball ist natürlich bei ihm im Thema. Der eine Sohn spielt in Rating noch Fußball. Also er wird seinen Weg weitergehen, wird seinen nächsten Verein finden und tiefer als die Regionalliga wird es auch nicht sein. Er ist ein guter Trainer und ich traue ihm zu, noch bei anderen Vereinen. Vielleicht geht er in die Türkei, ich weiß es nicht. Da war ja auch mal so Gerüchte, dass er in die Türkei wechselt. Vielleicht die hat natürlich jetzt wieder Feuer bekommen. Das war Anfang der Saison, war das tatsächlich schon mal zumindest in der Express Thema, dass er in die Türkei wechseln könnte. Ich glaube, damals zu einem Erstliga-Absteiger in die zweite türkische Liga. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit ihm weitergeht. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Micha, dass er heute mit dabei war. Bei Axel. Richtig, bei Axel. Und Matthias Jack nicht vergessen. Ja, genau, wenn die Offiziellen das nicht hinkriegen, dann versuchen wir das zu machen wenigstens. Weil wir haben da eine sehr hohe Hochachtung vor, weil wir wissen, wie schwer Amateurfußball sein kann, zumindest. So richtig Amateurfußball ist es ja bei den Profiteams nicht mehr, aber wie schwer das tatsächlich sein kann. Vielen Dank an euch beide auf jeden Fall. Ganz besonders an Jens, dass du heute für uns Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben dich jetzt schon genug in Anspruch genommen für heute. Vielen Dank, du konntest uns so ein bisschen die Tür öffnen zu dem, was wir sonst nicht mitkriegen, aber auch die einen oder anderen Einblicke gewähren, die man so sonst nicht hat. Vielen Dank dafür. Teilt diesen Podcast auf jeden Fall mit jedem Fortuna-Fan, den ihr kennt, auch wenn er sich nicht so für die Zoos interessiert. Die ganze Psychologie und das ganze Tun dahinter ist auf jeden Fall höchst interessant. Wir haben auch geguckt, wer Fortuna-Talent ist. Das heißt, schon auf Facebook und Twitter teilen. Und natürlich auch das Abo auf YouTube dalassen, wenn ihr es auf YouTube hört. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren, dass ihr uns auch immer mitkriegt, wenn es wieder heißt Megafon 95. Natürlich. Kommt zu den Spielen. Wir haben noch Auswärtsspiele in Uerdingen, die nicht parallel sind, zum Beispiel. Am vorletzten Spieltag spielen wir in Bonn. Das ist nicht parallel. Da könnte man ruhig mal hinfahren. Das letzte Spieltag ist leider parallel gegen Rot-Weiß Essen. Sonst nächste Woche Sonntag, wer nicht im Fernsehen gucken will, sondern zur zweiten ins Paul-Janis-Stadion kommen will, der WSV ist zu Gast, da wird's wieder spannend. Dann würde ich sagen, um jetzt das Ganze abzuschließen, ihr könnt gerne uns in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr es im Podcast-Format hört, an Projekt Megafon Podcast @gmail.com gerne mitteilen. Ansonsten findet ihr auch in den Shownotes oder der Beschreibung unsere Social Media Links, auch unsere Gruppen. Da würde unsere Meinung, eure Meinung uns dazu interessieren. Vielen Dank nochmal für dich. War super. Ich hätte dich gerne öfter im Podcast. Müssen wir gucken, wie du das zeitlich schaffst, ob du da überhaupt Bock zu hast. Können wir besprechen, wenn das Mikrofon aus ist? Sonst lässt du über uns ab, wenn das Mikrofon läuft. Nein. Wir sind Projekt Megafon. Das ist der Micha, @Chirinski8 auf Twitter. Das bin ich, der Mo, @Wampendribble auf Twitter. Und der Jens hat leider kein Social Media, deswegen könnt ihr ihm nicht folgen, aber bei den Spielen der zweiten könnt ihr ihn gerne mal ansprechen. Er hat immer eine gute Meinung parat und es hat diese Podcast-Folge heute auch getragen. Ja, würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Ich sag nochmal Danke an Jens und auf Wiedersehen an seiner Stelle. Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.